könnte das wichtigste Spiel der Saison sein für die Gäste, denn die haben gerade mal ihren Trainer rausgeworfen. Nach nur 4 Monaten, Rüdiger Rehm, hier sehen wir ihn, hat es leider unter ihm nicht zustande gebracht, mit der Mannschaft überhaupt einen einzigen Zweitligasieg zu gewinnen. Und damit hat Arminia Bielefeld ein echtes Problem. Das ist auch einer der Gründe, warum es den Verantwortlichen so schwer gefallen ist, diesen Mann tatsächlich rauszuwerfen. Denn Rehm hat einen Vertrag, der gilt noch bis zum Jahre 2018 und Bielefeld hat kein Geld. Aus dem laufenden Etat können wir den neuen Trainer nicht finanzieren, hat deswegen Finanzgeschäftsführer Gerrit Meinke auch gleich eingeräumt und hofft, dass nun Sponsoren helfen bei der Suche nach einem illustren Nachfolger. Also zum Beispiel André Breitenreiter wird er genannt. Michael Fronzek ist einer der Kandidaten angeblich oder Peter Neururer. Es gäbe allerdings auch noch eine ganz andere geschmeidige Lösung, nämlich das Erreichen der nächsten Runde im DFB-Pokal. Dann wären mehr als 600.000 Euro fällig. Und die soll heute ein Mann einfahren, der hat bei gleichem Gehalt und keinem Lohnausgleich in den letzten Jahren schon immer wieder seinen Job gemacht und bei anderen Jobs ausgeholfen, wie Marc Schlimmer weiß. Carsten Rumm kam als B-Jugendlicher zu Arminia, wurde Spieler bei den Profis, danach Buchhalter auf der Geschäftsstelle, später Marketingleiter, dann A-Jugendcoach und zugleich Assistent vom nun entlassenen Rehm. Jetzt ist er Cheftrainer. Allerdings hat er nur die B-Lizenz, darf deshalb nur für 15 Tage die Arminia anführen. Vorm Anpfiff in Dresden eine Schweigeminute in Gedenken an die gestern verstorbene Dynamo-Legende Reinhard Häfner. Meister als Spieler und als Trainer, dazu Olympiasieger mit der DDR. Blumen an dem Platz, auf dem er immer gesessen hatte. Der Tabellenzehnte der zweiten Liga gegen den vorletzten. Dresden in Schwarz-Gelb gegen Bielefeld. Und mit der Rolle des Favoriten kommt Dresden hier sofort sehr gut zurecht. Das ist Niklas Hauptmann und was für Lücken da bei Bielefeld. Börner macht Platz für Testroth. Testroth! 5. Minute, ein Torwarterpflicht. Pascal Testroth neu in der Mannschaft, weil es gegen seinen ehemaligen Club geht. 2 Jahre spielte er für die Arminia, seitdem befreundet mit Julian Börner, der ihn da einlädt. Testroth nimmt das Geschenk nicht an. Bielefeld vom neuen Trainer auf 4 Positionen verändert. In der Anfangsphase aber noch sehr durcheinander. Ecke Dresden. Stefaniak und Ballas. Die Arminia lässt schon früh viel zu. Nach den vielen Enttäuschungen zuletzt ist laut Rump heute ein guter Zeitpunkt für ein Pokalspiel. Die Arminia kommt aber überhaupt noch nicht klar. Weitgehend gefangen in der eigenen Hälfte. Stefaniak. Und wieder Testroth, wieder nix. Das war für Testroth allerdings auch bedeutend schwerer als vorhin. Dresden ist gut drauf. 5-0 gegen Stuttgart gewonnen. In Heidenheim einen Punkt geholt. Voller Selbstvertrauen. Wird Bielefeld voll beschäftigt. Vor allem durch Pascal Testroth. Da muss er selber lachen. Erneut ungestört. Testroth hatte zu seiner Zeit in Bielefeld ein paar Mal in Arminias zweiter Mannschaft spielen müssen. Da war damals Carsten Rumpf sein Trainer. Bielefeld wirkt nach vorne sehr verklemmt. Kurz vor der Pause Fabian Klos mit einem Abschluss. Stellvertretend für Arminias Vorstellung bis dahin. Dynamo hat viele junge Spieler, viele Talente, die richtig was drauf haben. Zum Beispiel Akaki Gogea. Das ist feiner Fußball. Und jetzt ab mit Niklas Hauptmann. 45. Minute. Und Testroth ist wieder dran. Testroth! Nein! Aber jetzt vielleicht. Kreuzer! Auch nicht! Börner räumt auf. Testroth hat Spaß, aber weiter kein Erfolg. Ein Sammelsurium an Torchancen. Dresden muss längst führen zur Pause. Bielefeld dagegen steht sich selbst im Weg. Der Trainerwechsel noch völlig ohne Wirkung. Carsten Rump weiß, dass er nach der Pause sich bei Testroth fürs 0-0 bedanken muss. Die zweite Hälfte, das gleiche Bild. Dresden hat den Ball, Bielefeld schaut zu. Testroth, kein Abseits. Wieder Pascal Testroth. Nicht zu fassen, wie viele Gelegenheiten der von der Arminia bekommt. Für Dresden ist es ein Geduldsspiel. Gegen Bielefelds Blockadefußball. Aber jetzt ist plötzlich Raum da für die Arminia.
Junglas. Und Hemmlein ist durch. Kein Abseits. 66. Minute. Christoph Hemmlein. Das gibt's nicht. Unverdienter. Kann eine Führung nicht sein. Aber das ist der Arminia doch egal. Hemmlein hat es zuletzt nicht oft gespielt. Heute aufgestellt auf direktem Weg zu Carsten Rump. Hemmlein startet aus der eigenen Hälfte. Kein Abseits. Bestens bedient von Junglas. Ein Konter wie eine Lawine. Als erster bei Rump ist Junglas, den Rump wie Hemmlein neu in die Startaufstellung geschickt hatte. Vom Gegentreffer lässt sich Dresden zunächst runterziehen. Bis zur Schlussphase passiert nichts, bis die Arminia ihre nächste Möglichkeit entdeckt. Das ist Prietl. Und da kommt Börner. Bereits die 81. Minute mit dem zweiten Schuss aufs Tor, fast der zweite Treffer für Bielefeld. Dresden hat noch Zeit, hat noch Kraft, hat sich noch nicht aufgegeben. Der eingewechselte Berko und der eingewechselte Kutschke gegen Börner, kein Elfmeter. Schiri Kampka lässt weiterlaufen. Kutschke bekommt wegen Meckerns Gelb. Dabei macht Börner eine aktive Bewegung. Hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es dafür Strafstoß gegeben hätte. 4 Minuten Nachspielzeit. Alle 11 Bielefelder am oder im eigenen Strafraum. Die Arminia zittert sich dem Abpfiff entgegen. Da ist nochmal Kutschke und Salger. Salger rettet Bielefeld. Das war's. Alle Hoffnungen von Dresden zerschellen, alle Chancen vergeben, allen voran von Pascal Testroth. Irgendwie ist das immer so im Fußball, wenn man die Chance vorne nicht macht, dann kriegt man hinten eine und boah, heftig, ich bin gerade echt platt. Danke. Carsten Rump gewinnt als Cheftrainer im neuen Kurzzeitjob. Für mich ist das jetzt einfach so eine schöne Geschichte, ein paar Tage. Ja, ich lerne auch wieder neue Sachen. Und für mich ist das nachher gar kein Problem, dann auch wieder in zweite, dritte oder vierte Glied runter zu rutschen. Bis zum 6. November muss Bielefeld spätestens einen neuen Chefcoach gefunden haben.